Forellen angeln mit Naturködern, genauer mit kleinen Fischfetzen. Bei uns eher unüblich, hier in Irland allerdings eine sehr beliebte und vor allem extrem einfache Methode. So, Meerforellen angeln mal ganz anders. Hab gerade einen schwarzen Sack geöffnet, drin waren Makrelen. Wir fischen jetzt mit Makrelenfetzen auf Meerforelle. Mache ich das erste Mal, ist mal ganz was anderes. Soll hier eine Top-Methode sein, vor allem für die ganz großen, naja, die etwas größeren Meerforellen. Aber vor dem Fischen muss man leider erstmal einen Köder vorbereiten und das roch gerade. Naja, mal sehen. Die Meerforellen mögen es wahrscheinlich. Ich werde mir hier mal vom Schwanz so einen langen Streifen absäbeln. Hat man auch nicht alle Tage, dass man zum Angeln ein Filetierbrett mitnimmt. Vor allem nicht zum Meerforellenangeln. Ja, einfach noch anködern. Ich werde es zweimal durchs dünne Ende machen. Das flattert tatsächlich besser, als wenn man es durchs dicke Ende macht. Und im Grunde eine ganz, ganz, ganz simple Montage. Außer zwei Bleischroten vor dem Haken, halben Meter vorm Haken. Keine Beschwerung, relativ leichtes Gerät, auswerfen, einkurbeln. Im Grunde wie Spinnfische, nur halt mit Naturködern. Mal sehen, ob mehr Forellen Fische mögen. Ich gehe mal davon aus. Ist im Vergleichbar mit der Hornigangelei bei uns, ne? Ist es im Prinzip. Ist es, ganz genau. Wir müssen nicht weit werfen. Wir stehen ja an der Mole oder ganz nah an der Fahrrinne. Und wenn das nicht klappt, haben wir noch die Fliegenruten. Aber wir probieren es erstmal damit. Das ist typisch irisch und es sollen die größeren Fische draufgehen. Mal schauen. Zumindest heute scheinen die größeren Fische davon allerdings nicht zu wissen. Aber? Ja, hat tatsächlich funktioniert. Ich hatte diverse Attacken, Fehlbisse, die ich nicht bekommen habe. Aber es ist ja auch keine große Forelle. Bei dem relativ großen Makrelen hatten wir erst noch dran. Nee, ist ab. Schön gehakt. Klasse. Hübsch, ne? Ja, absolut. Aufgegangen. Meerforellen angeln mit Naturködern. Mit Sicherheit auch an unseren Küsten mal einen Versuch wert. Und wer weiß, vielleicht steigen dann dort die größeren Fische ein.